Es ist Freitag, der 9. August, und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen hier zu den Nachrichten im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Megional. Gestern führte das Polizeirevier Marienberg gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizeiinspektion und dem Hauptzollamt eine Fahndungskontrolle im Grenzgebiet durch. Kontrollstellen waren in Hilmersdorf an der Heinzebank und am Grenzübergang Reizenhain eingerichtet. An der tschechischen Grenze hat Günter Langer den Einsatztag besucht. Frau Ulbricht, Sie sind die Pressesprecherin. Sie haben heute hohen Besuch hier. Der Minister extra nach Reizenhain gekommen. Es werden viele Kontrollen durchgeführt. Das ist üblich, was hier gemacht wird. Oder ist das nur für heute mal? Nein, es ist natürlich nicht nur eine Kontrolle für heute. Die Polizeidirektion Chemnitz führt auch regelmäßig im Grenzgebiet so größere Kontrollen durch. Wir haben heute hier in Reizenhain und an der Heinzebank stationäre Kontrollstellen. Zudem haben wir natürlich auch noch zivile Streifen im Bereich unterwegs, die uns auch einen Tipp geben für die Kontrollstelle, aber auch selbst Fahrzeuge kontrollieren. Was wird da ganz konkret gemacht? Man sieht schon im Hintergrund, es werden also Personalien aufgenommen, es wird auch das Auto durchsucht. Hier an der Kontrollstelle in Reizenhain kontrollieren wir vorrangig den Ausreiseverkehr. Wir führen hier ganzheitliche Kontrollen durch. Das heißt, wir machen Fahndungsabfragen. Wir schauen, ob der Fahrer auch die nötigen Papiere hat, ob die Autos in Ordnung sind. Aber wir schauen natürlich auch uns die Autos genauer an, inwieweit möglicherweise Diebesgut oder andere verbotene Gegenstände mitgeführt werden. Was ist denn so in der letzten Zeit an Zufälligkeiten hier immer gefunden worden? Es gibt regelmäßig Feststellungen im Grenzgebiet durch die Kollegen der Polizeireviere, aber auch durch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei oder auch der gemeinsamen Fahndungsgruppen. Das geht von Feststellungen von Betäubungsmitteln bis hin zu Verkehrsstraftaten, aber auch verbotene Böller, Sprengstoffverstöße sind regelmäßig festzustellen. Frau Bochmann, was hat sich denn so in der letzten Zeit hier an dieser Grenze getan? Was ist denn auffällig hier an Reizenhain? Ja, in Reizenhain stellen wir als Bundespolizei in der letzten Zeit vermehrt immer wieder unerlaubt eingereiste Menschen fest, die ja versuchen, ins Land zu kommen, vornehmlich natürlich, um, sag ich mal, eine unerlaubte Arbeitsaufnahme nachzugehen. Ist das wie mit der bekannten Stecknadel im Heuhaufen, sowas rauszufinden? Natürlich, sag ich mal, ist das schon eine erhebliche Kontrollarbeit unserer Kollegen, die natürlich hier mit ihrer polizeilichen Erfahrung dann auch entsprechend die Fahrzeuge kontrollieren und die unerlaubt Eingereisten feststellen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen? Wir auf unserer Arbeitsebene können nur von einer positiven Zusammenarbeit sprechen, auch was die Arbeit bezüglich der Rücknahme der unerlaubt Eingereisten dann betrifft, also wenn die zurückgeschoben werden müssen. Also hier haben wir eine sehr gute Arbeitsebene mit den tschechischen Behörden. Herr Reichler, heute für den Staatsminister was ganz Offizielles, aber das ist natürlich gang und gäbe, das ist Ihre Arbeit. Ja, das ist richtig. Also wir sind heute hier eingesetzt, wir haben unsere Einsatzmaßnahme heute von 7 bis 12 Uhr hier an der Grenze Reizenhain zur tschechischen Grenze rüber. Wir sind hier zuständig, den Ausreiseverkehr zu kontrollieren, mitunter auch Transporter, normale PKWs, Personen und Sachen. Seit wann ist die jetzt errichtet? Wir sind jetzt seit 7 Uhr tätig. Okay. Haben jetzt aktuell 33 kontrollierte Fahrzeuge, davon 47 Sachen mit kontrolliert und 45 Personen. Wir haben jetzt eine Feststellung, Verstoß Sprengstoffgesetz. Da haben wir schon Kampfhilfebeseitigungstruppen mit informiert. Es sind aber nur kleine Sachen, also es sind nur kleine Sprengkörper gewesen, die halt vor allem zu Silvester mit zurückzuführen. Also Böller aus dem befreundeten Ausland, ja, die nicht zugelassen sind. Ich hatte jemanden vergessen, aus dem Handschuhfach rauszupacken, die Kollegen wissen alle. Ja. Ja gut, aber das ist ja auch ein Thema. Mit solchen Dingen haben wir den Anschlag in Döbeln ja gehabt. Ne? Wie viele Kräfte sind im Einsatz, also Landespolizei, Bundespolizei? Ja, aktuell sind wir ungefähr 50 Kräfte, die hier an dieser Kontrollstelle eingesetzt sind. Das gleiche nochmal an der Kontrollstelle an der Heinzebank, also ungefähr 100 Beamte, die hier in enger Zusammenarbeit stehen. Ja, das ist ja eine Maßnahme auch in Bezug auf sichtbare Sicherheit. Ja. Genau. Also eine polizeiliche Einsatzmaßnahme sind ja nicht immer nur sichtbar, aber natürlich auch wichtig für die Bevölkerung im Grenzraum, dass wir natürlich auch die Präsenz zeigen. Ne? Im Resümee des Tages konnten die Beamten einige Verstöße feststellen. So wurde in einem PKW ein Böller ohne vorgeschriebene Kennzeichnung sichergestellt. Weiterhin fiel einer Zivilstreife im Bereich Gelobtland ein PKW auf. Dessen Insassen hatten mehrere kleine Clip-Tütchen mit Betäubungsmitteln dabei. Die Fahrerin wurde zudem positiv auf Amphetamine getestet und gegen die Fahrerin wird nun wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.
Neben den benannten Straftaten wurden 6 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Einem Kleintransporter musste aufgrund eines Schadens an der Frontscheibe die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte des Zolls mehrere steuerrechtliche Verstöße fest. Insgesamt waren rund 100 Beamte der Polizeidirektion Chemnitz, der Sächsischen Bereitschaftspolizei Chemnitz sowie der Bundespolizeiinspektion Chemnitz und dem Hauptzollamt Erfurt in diesen Polizeieinsatz eingebunden. Themenwechsel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die Ferienkinder im Freistaat bricht Montag die letzte freie Woche vor dem neuen Schuljahr an. Für schöne Ferienerlebnisse sorgte in den zurückliegenden Tagen auch der Kreissportbund des Erzgebirgskreises. In Marienberg und Aue konnten sich Kinder und Jugendliche in verschiedenen Sportarten austesten. Was es mit diesem Projekt auf sich hat, hat Nicole Fugmann-Müller in Erfahrung gebracht. Für Ferienkinder im Erzgebirgskreis gab es in dieser Woche ein spannendes Angebot des Kreissportbundes. Zur interkulturellen Sportferienfreizeit konnten sie in Marienberg und Aue verschiedene Sportarten ausprobieren und gleichzeitig mit ihren Freunden Spaß haben. Daniel Schneider, Geschäftsführer des Kreissportbund, erläuterte das Anliegen dieser Veranstaltung. Ja, mit unserer interkulturellen Sportferienfreizeit versuchen wir einfach, die Kinder in mehreren Sportarten die Möglichkeit zu bieten, dass sie diese ausprobieren können, wie heute hier in Aue, wo wir mit 8 Stationen da sind, vom klassischen Fußball bis hin zum Floorball, Bogenschießen, Biathlon, Cross-Boccia, ja, oder dann auch mit einem Workshop vom Landessportbund, wo es darüber geht, Fair Play, was bedeutet das? Ja, also eine Vielzahl anzubieten, um einfach die Kinder auch zur Bewegung zu bringen, dass sie irgendwo Spaß daran finden. Und ich denke mal, jetzt vom ersten Durchgang heute ist uns das sehr gut gelungen. Wird es eine derartige Veranstaltung in Zukunft vielleicht nochmal geben? Das kann ich jetzt so in der Richtung noch nicht sagen, weil wir nächste Woche ja noch eine andere Art der Veranstaltung haben. Unser Sportferienangebot, wo es darum geht, wo wir einen Tag eine Sportart im Vordergrund drücken. Da ist es ja dann Mountainbiken am Montag auf dem Rahmenberg am Sportpark. Am Mittwoch ist es dann Kanusport. Aber mit Bogenschießen zusammen. Und am Freitag sind wir dann wieder hier in Aue und machen dort Golf in Bad Schlema. Unterstützung gab es unter anderem von der Partnerschaft für Demokratie der Kommunen Aue, Bad Schlema, Lößnitz und Schneeberg. Das Konzept scheint aufgegangen zu sein. Die Kinder hatten jedenfalls jede Menge Abwechslung und viel Spaß.
Schöne Ferienerlebnisse sind ab heute auch beim Fest zum 650-jährigen Gründungsjubiläum von Wünschendorf möglich. Eine Woche lang wird von dort groß gefeiert. Wie weit die Vorbereitungen sind und was es dabei zu beachten gibt, haben wir im Interview mit dem Ortsvorsteher erfahren. So, nun haben wir ja gleich noch den Ortsvorsteher von Wünschendorf, den Herrn Schmidt, abgefasst. Mitten in den Vorbereitungen, quasi in den letzten Zügen. Wie lange bereitet man die 650-Jahr-Feier eigentlich vor? Also wir haben vor 5 Jahren angefangen, haben einen Kulturverein gegründet, der hier die Fäden in der Hand hat. Und dann haben wir natürlich die Einwohner mit einbeziehen müssen. In vielen Einwohnerversammlungen, vielen Gesprächen. Und natürlich auch in der Dekoration. Ne? Wenn man sich hier im Ort so umschaut, da ist allerhand passiert. Da habe ich vor 4 Jahren ein Infoblatt herausgegeben und da stand drauf, dass sich jeder doch Gedanken machen soll über die Schmückung des Ortes. Und die haben alle mitgemacht. Wenn man jetzt noch zum Fest kommen möchte, also die 650-Jahr-Feier, die darf man ja nicht verpassen. Ihr habt ja richtig viele Highlights. Wie kommt man am besten her? Naja, es kommt darauf an, von wo man kommt. Wir haben in der Woche haben wir nach dem Fußballplatz, also von Bornichen, vor dem Fußballplatz, haben wir einen riesen Parkplatz geschaffen. Dort kann man auf jeden Fall sein Auto unterbringen. Und dann an den Tag, wo der Umzug ist, haben wir von Lengefeld noch einen Parkplatz, sodass also genug Parkflächen da sind, es können genug Leute kommen. Das ist auch im Grunde schon die offizielle Einladung, aber nur verraten Sie uns doch mal, was sind so die Highlights? Wo sagen Sie, da muss ich ja selber unbedingt dabei sein? Naja, die Highlights, die stehen hinter mir an diesem Plakat. Das ist auf jeden Fall die Abendveranstaltung. Das sollte man wirklich versuchen, das zu nutzen. Und dann das, was wir zu unseren Dorffesten auch machen, das ist also I30, die Technikschau zum Beispiel, es ist Volleyballturnier, es ist also eigentlich für jeden etwas dabei. So, und was der absolute Höhepunkt sein wird, ich hoffe es, das ist der Umzug. Da wird natürlich auch schon fleißig dran gebastelt. Wenn man die Wünschendorfer vom Fasching her kennt, weiß man, die können Gefährte bauen, die haben sich gewaschen. Sie selber haben da auch Hand angelegt? Naja, das nicht. Ich war bei der Organisation mit dabei und hat vieles. Ich habe mindestens Gespräche geführt, Leute finden. Wir haben so 530 Einwohner und 330 Leute laufen zum Beispiel mit oder sind beteiligt. Dann sind die Straßenränder quasi frei für die Besucher, für Sie, liebe Zuschauer. Also schauen Sie sich einfach noch mal online auch das Plakat an, wenn Sie möchten. Ansonsten hängt das Plakat ja auch weitestgehend überall aus. Anfahrt, ich wiederhole das einfach nochmal, Anfahrt über Bornichen, riesengroßer, kostenfreier Parkplatz. Und wenn der Festumzug ist, kann man von der anderen Seite auch noch ran. In Lengefeld kommt, ne? Genau, und wir wünschen dementsprechend ganz viel Erfolg, viele Gäste, viele zufriedene Gäste und selber natürlich richtig viel Spaß dran. Danke. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel bedeckt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei um die 90%. Dennoch sollte es über Nacht trocken bleiben. Der Wind weht leicht und lauwarm aus Süden. Lauwarm deshalb, weil die Nachttemperaturen sehr mild sind. Wie beispielsweise in Olbernhau. Hier werden zwischen 20 und 22 Grad erwartet. Die Marienberger Thermometer zeigen ebenfalls 20 bis 22 Grad an. Und in Zschopau kann man auch bei 20 bis 22 Grad schön lange draußen sitzen. Der Samstag beginnt leicht bewölkt und gebietsweise mit leichtem Regen. Das ist aber eher selten. Dazu gesellt sich in den Morgenstunden ein böiger Wind aus südwestlicher Richtung. Im weiteren Verlauf der ersten Tageshälfte sinkt die Niederschlagswahrscheinlichkeit immer mehr und bis zum Abend hin lockert es überall auf und die Tagestemperaturen laden dann doch noch zum Wochenendgrillerchen ein. Denn in Halbach rechnet man mit 19 bis 24 Grad, in Große-Goswalde zeigen die Quecksilber in den Thermometern Werte im Bereich 18 bis 24 Grad und die Griesbacher dürfen sich auf Tageswerte von 20 bis 27 Grad freuen. Der weitere Ausblick. Der Sonntag, der macht seinem Namen alle Ehre. Bis zu 12 Sonnenstunden sind drin. In der Tagesmitte ziehen ein paar kleine, aber harmlose Wolken mit auf. Dann weht auch der Südwestwind etwas straffer, aber alles in allem ein angenehmer Tag. Die Quecksilber in den Thermometern zeigen Werte im Bereich von 16 bis 28 Grad Celsius an. Ein schöner Abschluss der vorletzten Ferienwoche. Montag präsentiert sich grau und nass und das ganztägig. Ein Schirm im Handgepäck ist daher empfehlenswert.
Ja, dazu weht ein leichter Wind aus nördlichen Richtungen und die Tageswerte liegen im Bereich 15 bis 20 Grad Celsius. Ein ungemütlicher Wochenstart. Mehr zum Regionalwetter im Detail dann am Montag hier. Und jetzt heißt es hoch die Hände, Wochenende. Am Montag sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Bis dahin sehen Sie alle Sendeformate wie den MEF-Wochenrückblick mit Geschichten und Berichten aus der vergangenen Woche aus unserem Sendegebiet. Und MEF-Kompakt mit den Veranstaltungshinweisen und Ausflugstipps für die kommende Woche natürlich zu den gewohnten Sendezeiten im TV. Und das auch jederzeit von überall und unterwegs aus, nämlich online auf www.mef-leinen.de. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ferienkids, aufgepasst! In der letzten Sommerferienwoche bietet der Kreissportbund Erzgebirge mit dem interkulturellen Tagesferienangebot ein einmaliges Erlebnis für Jungs und Mädchen ab 10 Jahre an. Am kommenden Montag könnt ihr Mountainbiken auf dem Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn. Am Mittwoch steht Kanufahren und Bogenschießen auf dem Programm am Bootshaus vom Kanusportverein Falke in Zschopau. Und am Freitag könnt ihr euch im Golfen versuchen, auf dem Golfplatz in Bad Schlema. An jedem Tag besteht die Möglichkeit, um 8 Uhr ab der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Erzgebirge in Annaberg-Buchholz mit dem Kleinbus mitzufahren. Die Rückankunft wird ca. 17 Uhr sein, also schnell noch anmelden. Alle Infos findet ihr unter anderem auf www.ksberzgebirge.de.